Im Süden wird es jetzt richtig spannend. Der BC Eichach traf auf seinen schärfsten Verfolger auf den Tabellenzweiten, dem VfR Garching. Und mit einem Sieg hätten die Eichacher ihr Meisterstück in der Bayernliga Süd schreiben können. Aber die Eichacher verzichten ja freiwillig auf den Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Nicht aber der VfR Garching, der hinauf will in die Regionalliga Bayern. Nele Schenker war für uns bei der Begegnung 1 gegen 2. Eichach gegen Garching. Mehr Spitzenspiel geht nicht an der Schrobenhausener Straße in Eichach. Auch wenn man sich nicht um den Aufstieg zankt, die Meisterschaft wollen eben doch beide Mannschaften am liebsten für sich entscheiden. Die Gäste aus Garching mit Rückenwind aus dem letzten Sieg und zudem zusätzlich motiviert. Denn es soll der erste Sieg gegen die. BC-Trainer Künzel verkündete noch vor der Partie, die Mannschaft, die gewinnt, wird auch Meister. Das Spiel versprach also einiges an Spannung. Der BC Eichach von Beginn an dominant. Und in der 37. Minute auch mit dem ersten Tor. Christian Doll jubelt. Getroffen hat aber ein anderer. Nämlich Garchinger Wolfgang Kleindienst. Kleindienst vor 3 Tagen erst 24 Jahre alt geworden. Hatte nach diesem Tor nichts mehr zu feiern. Nur wenige Sekunden später dann diese Szene. Garching im Aufbau, doch De Prato mit der Einladung für die Hausherren. Die lassen sich nicht lange bitten und Mitterhuber zieht einfach mal ab. Sein 6. Saisontor, 1 fürs Bilderbuch. Nach dem Seitenwechsel der VfR dann offensiver und mit einem zu Recht umstrittenen Treffer in der 77. Minute durch Dennis Niebauer. Der da mit dem Oberarm nachhilft und sich mit seinem 14. Saisontor auf Platz 6 der Torjägerliste schiebt. Die Oberbayern bis in die Schlusssekunden mit dem Zug zum Tor, der Ausgleich allerdings nicht mehr drin. Es bleibt beim 2:1, die Meisterschaft für Eichach in Sicht. Ich denke, wir haben einen großen Schritt gemacht. Jetzt haben wir 5 Spiele noch. Und eigentlich sollte ein Spiel oder ein Sieg noch reichen, um dann auch die Meisterschaft nach Hause zu bringen. Wir waren noch nie so vermessen und haben über die Meisterschaft in der Liga nachgedacht. Genauso wie wir am Anfang nicht über den Aufstieg nachgedacht haben. Und jetzt sind wir halt in der Lage, dass wir noch gegenüber Pöpinsried vor sind. Sind als Zweiter, den Zweiten würden wir halt gerne behaupten. Und dann schauen wir weiter, was am Schluss rauskommt.